Ein Brausen vom Himmel. Ein heftiger Sturm, der das ganze Haus erfüllt. Und plötzlich, da können sie sich alle verstehen, ganz egal, welche Sprache sie sprechen. Das ist es, was die Jünger Jesu und all die Menschen um sie herum damals erlebt haben. Und das ist der Grund, warum wir noch heute Pfingsten feiern. Das Fest des Heiligen Geistes. Doch was bewirkt dieser Heilige Geist heute in uns? Mit dieser Frage möchte ich Sie und euch zu Hause heute zu unserem Pfingstgottesdienst begrüßen. Dieser digitale Gottesdienst kommt aus dem Kooperationsraum Evangelische Kirche im Wuhratal. Und so lasst uns feiern. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lass uns beten. Nimm uns im Sturm, Erfinder der Liebe, und durchbrause uns mit deinem Geist, dass er in uns kreist, dass er unsere Haut durchlässig, unsere Hände behutsam und unsere Herzen mutig macht, auf das wir das Land werden, in dem du wohnen willst. Die Gemeinschaft, die deine neue Welt bezeugt. Amen. Ah, endlich Urlaub. Ja, das tut gut, wieder mal rauszukommen. Ist schon viel zu lange her gewesen, oder? Ja, das stimmt. Das ist echt dringend nötig gewesen. Wie gut, dass wir es geschafft haben. Mal keinen Stress. Keine Hetze von einem Termin zum anderen. Kein Schuften und Abmühen. Und auch das Unkraut und der Pfarrgarten können warten. Ja, wirklich. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir die Ausrüstung nicht viel früher schon mal rausgeholt haben. Ich kann mich auch nicht erinnern. Das letzte Abenteuer war doch super. Ja. Aber die Moskitos, die habe ich irgendwie fast vergessen. Die habe ich gar nicht so vermisst. Und auch die Arme.
Okay, das Paddel ist ganz schön, ne? Ja, ja. Ich glaube, jetzt weiß ich, warum wir die Ausrüstung nicht schon viel eher rausgeholt haben. Ja, wir sind damals echt an unsere Grenzen gekommen. Oh ja, das war ein Abenteuer. Aber anstrengend. Und eigentlich habe ich mich gefragt, warum ich das überhaupt freiwillig mache, so in Urlaub. Ja. Aber danach ist alles vergessen. Die Stechmücken, die Anstrengung, die Entbehrung, es bleibt nur noch das Abenteuer. Weißt du was? Ich glaube, dieses Mal hätten wir eigentlich das Segelboot nehmen müssen. Meinst du? Wie kommst du denn da drauf? Naja, anstatt sich selbst anzutreiben, zu schuften und zu paddeln, dann könnte der Wind unser Boot antreiben. Einfach das Segel aufzuspannen und dann können wir loslegen. Keine schlechte Idee. Und Stechmücken gibt's auf dem Meer auch nicht so. Da fällt mir auch Römer 8 ein. Ist irgendwie genauso, oder? Da heißt es doch, welche der Geist Gottes antreibt, die sind Gottes Kinder. Die spannen das Segel auf, anstatt uns selbst abzumühen. Und lassen unser Leben bei dem Geist Gottes uns erfüllen, uns antreiben. Ja, so ist das, oder? Ja, das hat was. Wir sind ja keine Sklaven, sondern wir sind Kinder Gottes. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Der Geist der Kraft und der Liebe Gottes. Ich muss mich mal für die passende Predigt mal merken. Netter Gedanke, ja. Wie lang eigentlich, bis wir am Lager ankommen? Oh, da müssen wir noch eine ganze Weile rudern heute. Tja.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wann waren Sie das letzte Mal so richtig begeistert? Feuer und Flamme. Es gibt in unserem Leben ja immer wieder solche Momente, in denen sich ganz plötzlich etwas verändert. Irgendetwas ist es, das von uns Besitz ergreift. Dass wir uns von jetzt auf gleich wie ausgewechselt fühlen. Mutiger, freier, hoffnungsvoller sind. Meist sind das Impulse, die nicht von uns selbst ausgehen, sondern uns von außen erreichen, ohne dass wir irgendetwas dafür tun müssen. Es passiert einfach. Wenn wir vielleicht etwas sehen oder etwas hören, zum Beispiel, wenn uns jemand unerwartet anspricht, uns ein gutes Wort sagt, etwas nimmt von uns Besitz und macht unser Leben leichter. Feuer und Flamme, das sind auch die Menschen der Geschichte, die wir an Pfingsten feiern. Die Jünger waren begeistert, von einem Moment auf den anderen. Pfingsten, das heißt, Gottes Geist verändert. Er macht frei, damals und heute. Damals hatten sich die Jünger aus Unsicherheit und dem Gefühl, verlassen zu sein, zurückgezogen und abgeschottet. Ostern und Himmelfahrt. Das haben sie selbst erlebt. Jesus war auferstanden und nach einigen gemeinsamen Begegnungen mit seinen Jüngern an Himmelfahrt, seit Himmelfahrt nun nicht mehr bei ihnen. Enttäuschung macht sich dann auf einmal breit und die Angst, falsche Hoffnungen gehabt zu haben. Doch plötzlich weht ein neuer Wind durch ihre verbarrikadierten Häuser. Etwas verändert ihre Lage. Sie werden zu Begeisterten. Sie können nicht anders, als hinauszugehen und mitzuteilen, was sie erlebt haben. Und sie fangen an zu erzählen, was sie begeistert. Plötzlich weht ein anderer Wind. Gottes Geist öffnet verschlossene Türen und enttäuschte Herzen lässt er erzählen. Er schenkt eine neue Perspektive, einen Blick nach vorne. Er begeistert und ermutigt zum nächsten Schritt. Er steckt an. Feuer und Flamme, das können wir dank Pfingsten sein. Und nicht nur da, denn Pfingsten begeistert und macht frei für ein ganzes Leben. Der Herr ist Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Die Taufe ist ein Zeichen für diesen freimachenden und neuen Geist. Sie erinnert uns daran, dass Gott Menschen in Bewegung setzt, losgehen lässt und frei sein lässt mit neuer Kraft. Es gibt Momente im Leben, da tut es gut, sich ganz sicher zu sein, dass man die Taufe im Rücken hat. Und deshalb wollen auch wir uns heute Morgen an unsere Taufe erinnern. Wenn Sie möchten, dann nehmen Sie sich zu Hause ein Schälchen, füllen Sie es mit Wasser und zeichnen Sie in Ihre eigene Handfläche oder gegenseitig in die Handfläche eines lieben Menschen bei Ihnen ein Kreuz. Sprechen Sie sich dabei zu: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein.
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Lass uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir kommen mit unserer Fürbitte vor Gott. Lasst uns beten. Heiliger Geist, Geist der Freiheit, du machst lebendig, was am Boden liegt. Du hebst aus dem Staub, die verzweifelt sind. Du tröstest die Traurigen. Heiliger Geist, Geist der Freiheit, erfülle mit deinem Wehen deine Kirche. Wecke deine Gemeinde auf, hier und auf der ganzen Erde. Schenk uns Zuversicht und Hoffnung. Heiliger Geist, Geist der Freiheit, befreie uns Menschen aus Sprachlosigkeit. Löse uns aus der Sprachverwirrung. Lass uns einander verstehen, über die Grenzen der Länder, Kulturen, Religionen hinweg. Heiliger Geist, Geist der Freiheit, wir denken besonders an die Menschen, deren Freiheit bedroht ist. An die, denen die Freiheit genommen wurde, hier bei uns und überall auf der Welt. Zeige Wege zur Freiheit, Wege zum Frieden. Schenk Verständnis, Vergebung und Versöhnung.
Heiliger Geist, Geist der Freiheit, hilf uns. Vor dir, unserem Gott, nehmen wir uns eine Zeit der Stille. Gemeinsam lasst uns beten mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Und so empfangt für dieses Pfingstfest den Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. An dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön dem Angelsport- und Freizeitverein Heimbachtal, auf dessen Vereinsgelände wir heute hier drehen konnten. Diese schöne Anlage mit den Teichen, den Bäumen, den Schafen. Und ein besonderes Dankeschön an Herrn Heinrich Demel, der uns so nett die Sachen erklärt hat und von der Geschichte des Vereins und wie wir das hier nutzen konnten. Ein Gruß geht noch an unseren Kollegen Christopher Noll, der ist krankheitsbedingt verhindert, heute hier mitzumachen, hat im Vorfeld vieles mit vorbereitet und ja, gute Besserung und bin mal gespannt, mit welchem Auto du als nächstes aufkreuzen wirst.